Moin, Servus, Moin. Hier ist mal wieder euer Gurkenkit am Start. Heute mal wieder mit einem Bildvideo für euch. Und zwar Volatile Dead Castwild Channeling mit Cyclone. Es ist ein bisschen weird, aber ich finde es mega geil. Castwild Channeling zusammen mit Cyclone ist irgendwie eine super geile Kombination. Ja, das Problem ist halt einfach nur, dass man halt quasi zwei Damage Links dafür ausgibt. Ne? Castwild Channeling macht zwar auch ein bisschen Damage, aber jetzt nicht besonders viel. Und Cyclone gibt man halt auch nochmal auf, sozusagen dann als zusätzlichen Damage Link. Aber wir haben ja die Shaped Waffen. Und darüber haben wir dann beispielsweise halt die Möglichkeit, den Castwild Channeling Gem auf den Staff zu bringen oder zum Beispiel sowas wie Power Charge on Crit. Ja, und genau das haben wir auch gemacht. Ist aber eine super einfache Sache, so ein Staff zu craften. Also ein Sixlink-Staff natürlich kostet ein bisschen was, aber den Staff an sich zu craften ist ziemlich easy und man hat halt die Möglichkeit, dann da sein komplettes Damage-Setup drin zu haben. Das heißt, man kann eine Chaoms anziehen und ist dadurch ziemlich tanky. Ja, ihr seht schon im Hintergrund auch das Gameplay dazu. Es ist halt super smooth. In diesem Fall spiele ich hier mit einem Assassin. Ich habe mir den extra ausgesucht, weil die neue Assassin-Klasse mit den Überarbeitungen jetzt sehr viel Movement-Speed bekommt. Und damit wir halt nicht mit Cyclone wie so eine Schildkröte durch die Gegend laufen, haben wir halt da ziemlich viel Movement-Speed auf der Klasse. Und generell Movement-Speed ist halt, ja, sinnvoll, ne? Und genau, dadurch sind wir halt relativ schnell unterwegs und entsprechend macht es dann halt auch Bock. Ja, genau. Wie funktioniert der Build? Also wir haben hier ein ziemlich spezielles Setup. Also es gibt mehrere Items, auf die ich gleich auch noch ein bisschen genauer eingehen will. Wie das Ganze aber funktioniert, ist halt, dass wir über Cast One Damage Taken mit Desecrate Corpses, also Leichen auf dem Boden, entstehen lassen und diese halt konsumieren mit Volatile Dead und dadurch entstehen diese Feuerbälle, die dann halt ihr eigenes Ziel suchen und den Damage machen. Und genau, um das halt zu erreichen, brauchen wir so ein ziemlich spezielles Setup. Genau, das ist halt Skull's Bridle als Helm, werden wir gleich auch nochmal sehen, der uns selber Damage zufügt, wenn wir Mana verbrauchen. Das funktioniert auch mit dem gechannelten Cyclone immer noch, genauso wie das früher mal funktioniert hat. Das heißt, jedes Mal, wenn Cyclone Mana verbraucht, kriegen wir ein bisschen Damage oder sogar relativ viel Damage, muss man mal sagen. Und dadurch wird Cast One Damage Taken auf Level 1 ausgelöst und es entstehen diese Desecrate-Dinger auf dem Boden, die Leichen auf dem Boden, die dann halt wieder über Volatile Dead in dem Cast Wild Channeling Setup in unserer Waffe konsumiert werden. Und so kann man dann einfach schön durch die Map zum Beispiel wirbeln und die ganze Zeit diese Feuerbälle entstehen lassen und man ist sehr mobil und man lässt fast kein Monster aus. Das ist auch sehr cool. Also man muss einfach wirklich nur durch die Map durchwirbeln und dann ist halt die ganze Map geclearet irgendwie. Ja, ich habe damit bisher alles gemacht. Ich habe, zum Delven ist der super gut. Ich delve so ein bisschen auf Level 83, irgendwie um die Stufe 200. Also jetzt nicht super tief, aber Level 83 Delven irgendwie zum Farmen, zum Maps Farmen und so weiter, zum XP Farmen funktioniert das wunderbar. Hohe Maps natürlich. Ich habe Shaper, Guardians und Uber-Elder damit gemacht. Uber-Elder-Kill seht ihr auch so ein bisschen im Hintergrund vielleicht. Und genau, also der Build funktioniert wirklich für alles und macht sehr, sehr viel Spaß. Genau, und ein bisschen genauer auf die Items und so möchte ich mit euch jetzt eingehen. So, und da sind wir auch schon. Wie ihr schon seht, wir fangen mit dem Tree an und es ist ein Assassin mit Mistwalker, mit Unstable Infusion, Deadly Infusion und dann Opportunistic. Auch in der Reihenfolge habe ich die Sachen auch gewählt, also mit Mistwalker anfangen. Der Elusive, Buff, genau. Der ist ziemlich stark, der ist ziemlich cool. Ihr seht es schon unten,
20% Dodge-Chance für Spells und Attacks, 40% Movement Speed und der wird halt mit der Zeit langsamer oder weniger, dieser Buff. Aber ist extrem stark und wir bekommen hier sogar noch 25% Effekt obendrauf. Das heißt nicht 20%, sondern 25% und nicht 40% Movement Speed, sondern 50% und dann halt noch die anderen Sachen, die hier auch noch mit dabei stehen. Attack Speed, Cast Speed brauchen wir nicht unbedingt. Aber 8% Reduced Damage Taken ist auch nicht verkehrt. Genau, das sind so die Sachen, die wir von Mistwalker bekommen. Unstable Infusion und Deadly Infusion ist halt Power Charges, also plus 1 Power Charge und Crit Multiplier und halt auch nochmal Crit Chance und Movement Speed auch wieder hier an der Stelle. Das heißt, wir sind hier schon bei 60% Movement Speed und dann haben wir noch Opportunistic, auch nochmal 20% Movement Speed, das heißt 80% Movement Speed insgesamt bekommen wir hiervon und auch nochmal eine ganze Menge Damage, vor allem Single Target 20% more Damage, while there's at most one rare or unique Enemy nearby. Das heißt, wenn allerhöchstens ein Rare oder Unique Monster in der Nähe ist, bekommen wir 20% mehr Damage. Wir sind sowieso immer relativ weit weg von den Monstern. Wir versuchen halt abzuhauen, wirbeln die ganze Zeit weg und genau, versuchen halt möglichst irgendwo alleine zu stehen und überhaupt gar kein Damage überhaupt erst zu bekommen. So, das ist so die Spielweise. Ja, der Tree an sich. Relativ viel Crit, Spell Crit nehmen wir überall mit. Wir haben über 90% Crit Chance auf unsere Volatile Deads und genau, ansonsten sehr viel Life auch mit drin. Bisschen Energy Shield Sachen, die uns auch ganz schön helfen. Hier haben wir auch nochmal Arcane Will mit drin, auch über Life und so weiter und so fort. Hier nochmal ein bisschen für Staff mit Crits, weil wir ja auch einen Staff anhaben, kommen wir gleich dazu. Und wir haben zwei besondere Juwele, die auch für den Build wirklich relevant sind. Das ist einmal ein Watcher's Eye mit Fire Damage Leeched as Life. Das brauchen wir in dieser Variante mit dem Shadow. Man kann diesen Build, also ihr könnt ihn auch gerne als Inspiration nehmen, man kann diesen Build auch mit ganz verschiedenen Ascendancies spielen, zum Beispiel eben als Marauder mit dem Chieftain. Da hat man dann halt schon direkt Fire Damage als Life Leech mit drin, kann dann auch zum Beispiel eine andere Waffe benutzen, aber da wollen wir nicht zu tief irgendwie reingehen. Genau, wir brauchen eben als Shadow, weil wir keine andere Chance haben, oder es gibt verschiedene Chancen irgendwie zu leechen, aber die einfachste Variante zu leechen ist halt Fire Damage, Leech as Life mit Anger. Wir haben natürlich auch Anger an und bekommen so unser Leben wieder aufgefüllt. Ich habe hier auch noch 17% of damage taken gained as mana over 4 seconds when hit while affected by Clarity mit dabei. Clarity haben wir auch an. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mir selber Damage mache, bekomme ich auch mehr Mana Rack dazu. Den gleichen Stat habe ich auch auf Amulett und Ring. Eigentlich müsste man auf über 25% kommen, damit man eben genau das Mana wieder zurückbekommt, was man sich selber als Damage hinzufügt. Mit dem Elusive Buff, wo wir nochmal 8% weniger Damage bekommen und mit Armor und so weiter, muss es sogar noch ein bisschen mehr sein. Also damit ich komplett das sustainen könnte, müsste ich das eigentlich auf dem Ring auch noch drauf machen. Und am besten auch den ein Level höheren Stat, aber habe ich jetzt nicht, deswegen habe ich eine Mana Flask drin. Damit funktioniert das eigentlich komplett. Also das heißt, ihr braucht eigentlich überhaupt gar nicht diese Damage Stats. Ich glaube, ich kann das jetzt leider, den kann ich sowieso drin lassen, den kann ich auch abmachen. So, und wenn ich jetzt sogar auch mal Clarity ausmache, ihr seht hier mein Mana, ihr seht mein Life. Und wenn ich das anmache, ja, also ich kann mich damit mit der Mana Flask an sich komplett über Wasser halten. So, das funktioniert also. Das heißt, ich habe die Sachen zwar drin, man könnte das komplett so aufbauen, dass man auch ohne Mana Flask hinkommt, habe ich aber nicht. Genau, deswegen... Ja, das hier nur so am Rand. Also wir haben eine Mana Flask mit Flask Effect is not removed at full Mana. Super cool, der neue Mod. Der reicht, um eben mit dem Mana hinzukommen. So, das zweite interessante Juwel. Ja, also merken, Anger, Fire Damage, Leech is Life. Das ist das entscheidende Watcher's Eye. Kostet ein paar Chaos, 25 Chaos oder so, glaube ich, wenn es nur dieser Stat ist. Also ist auch nicht teuer. So, der zweite Stat, den wir brauchen. Glorious Vanity, oder beziehungsweise das zweite Juwel. Glorious Vanity mit
based in the blood of, sacrificed in the name of Doriani. Das ist das Relevante. Weil durch den Doriani-Mod werden die Keystones zu Corrupted Soul. Und da haben wir 50% of non-Chaos Damage taken bypasses Energy Shield und gain 20% of maximum life as extra maximum Energy Shield. So, das bedeutet, 50% des Schadens geht halt durch unser Energy Shield durch. Na, wir haben hier 3000 Energy Shield, das seht ihr hier. Und gehen halt direkt aufs Life, egal was für ein Schaden. Chaos Damage geht sogar zu 100% durch. Physical Elemental Damage geht zu 50% durch. 50% geht aufs Energy Shield, 50% auf Life. So. Und wir bekommen eben 20% von unserem maximalen Leben, also 5800 Life, sagen wir mal 6000. Bekommen wir halt 1200 Energy Shield, ganz grob, als Flat Energy Shield mit drauf. Das ist natürlich extrem viel. So, genau, deswegen, wenn ich es mal rausmache, ne, ihr seht, ich habe nur noch 1200 Energy Shield, ich mache das Ding rein, 3000. Also 1800 Energy Shield, die wir durch dieses Juwel mit diesem Keystone dazu bekommen. Voll krass. Und ja, dadurch haben wir quasi die doppelte Menge auch an Leech. So, und zwar benutzen wir hier Soul Tether. Ja, das ist also der Gürtel, der das hier verursacht, dass ich eben kein Energy Shield habe im Moment. Aber das ist halt diese Overleech-Mechanik, die die ihr vielleicht vom Slayer kennt. Das heißt, ich leech und es hört gar nicht auf. Und wenn ich Damage bekomme, verliere ich direkt ein bisschen Leben, verliere ein bisschen Energy Shield. Ich habe aber auch Energy Leech Support mit drin. Das heißt, ich leeche gleichzeitig Leben und Schild und bringe mich halt sofort wieder auf volles Leben nach Möglichkeit, wenn ich was verloren habe, durch meine Life Flask. Und leech dann Leben und Energy Shield auf mein Energy Shield. Ja, also die Leech-Rate auf das Schild ist wirklich super hoch. Ist halt nicht instant oder so, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch und wir haben da sehr, sehr viel Life-Rack durch. Das habt ihr auch vorhin im Hintergrund vielleicht so ein bisschen gesehen. Genau. Und das ist eigentlich schon so das Interessante zum Tree erstmal. Ihr habt natürlich auch alles in Path of Building in der Beschreibung unten. Könnt ihr euch nochmal genauer im Detail angucken. Auch was ich hier noch so für andere Juwele drin habe, ist alles nichts Besonderes. Ist ziemlicher Crap sogar, um genau zu sein. Genau. Genauso wie auch der Rest meines Gears ist wirklich nichts Dolles dabei. Das Einzige, was halt ein bisschen teurer ist, ist vielleicht dieser Six-Link Staff. Den habe ich mir selbst gelinkt mit 100 Fusings oder so. Ein bisschen Glück gehabt. Genau, 20% Quality, dann halt Quality draufgecraftet, 38% Quality und dann hatte ich irgendwie mit 150 Fusings oder so hatte ich dann Six-Link. Und den Craft hier hinzukriegen, ist wirklich kein Problem. Also der Staff an sich, der geht noch um einiges besser. Der ist jetzt hier, der ist okay gerollt, meiner Meinung nach, reicht vollkommen aus für das komplette Spiel. Man kann aber den locker noch so craften, dass hier nochmal 50% mehr Damage drauf sind, wenn man es wirklich krass machen will. Ja, habe ich nicht gemacht, ich denke, das ist unnötig, von daher. Das, was ihr haben wollt, ist entweder Power Charge on Crit, am besten Level 20, ich habe jetzt hier Level 16, oder Cast While Channeling, am besten Level 20. Und entsprechend tauscht ihr halt einen der beiden Gems in eurem Six-Link aus. Ja, das heißt, ich habe jetzt hier Castball Channeling mit drin. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Castball Channeling drauf rollt, dann tauscht ihr das halt aus. Ne? Dann macht ihr Power Charge und Crit rein, logischerweise. Genau, und ja, ansonsten sind halt die Links Cyclone. Das ist das, was wir benutzen, um durch die Gegend zu wirbeln, logischerweise. Volatile Dead ist halt der Spell, mit dem wir wirklich angreifen eigentlich. Spell Cascade macht halt, dass der Spell wiederholt wird. Das heißt, wir haben nicht nur drei Feuerbälle, die entstehen, sondern 9. Dann haben wir Fire Penetration hier mit drin. Eigentlich ist es nicht der beste Link. Aber weil es halt sehr schwierig ist, 2 grün, 4 blau hier drauf zu rollen, habe ich mich halt jetzt mit Fire Penetration begnügt. Eigentlich wäre hier noch Concentrated Effect wäre mehr Damage. Deswegen, wenn ihr 2 Grün, 4 Blau habt, dann macht Fire Penetration raus und macht Conk Effect mit rein. Genau, dann haben wir halt noch Cast While Channeling Support, damit das ganze Ding überhaupt erst funktioniert. Und dann haben wir noch Energy Leech, um halt den zusätzlichen Damage
zu bekommen. Weil wir haben auf jeden Fall Supported Skills, deal 38% more damage while leeching Energy Shield haben wir permanent, weil wir halt wirklich permanent auch Energy Shield leechen, weil wir uns ja die ganze Zeit selber Damage machen. Und zwar machen wir uns selber Damage mit Scold's Bridle. Das Interessante ist halt hier der letzte Stat, your skills deal you 400% of mana spent on skill. Was habe ich gerade vorgelesen? Your skills deal you 400% of mana spent on skill mana costs as physical damage. Also, wir haben hier 55 Mana Kosten auf unserem Cyclone. Das Ganze mal 4, weil 400% sind dann halt 220 Damage, die wir uns jedes Mal machen mit jedem Tick von Cyclone. Und genau, fügen uns die halt als Schaden hinzu. Jetzt fragt man sich, warum sollte man das denn machen? 220 Schaden ist ganz schön viel. Ihr seht ja auch, wenn ich hier so rumwirbel, mein Life geht ganz schön schnell runter. Also, warum sollte man das machen? Genau. Da kommen wir jetzt nämlich zu dem Knackpunkt, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Wir haben Cast When Damage Taken Setups. Wir haben mehrere sogar. Wir haben hier einmal das Entscheidende, also beide sind Level 1. Das heißt, nach wie viel Damage? 528 Damage werden die ausgelöst. Das heißt, 3 Ticks. 1, 2, 3. Und dann, wird das nicht ausgelöst. Und da beschwören wir Desecrate Level 7. Ist eigentlich egal, könnte auch auf Level 1 bleiben. Macht jetzt keinen großen Unterschied. Auch wieder mit Spell Cascade. Also 5 Corpses. 15 Corpses werden gespawnt. Wenn ich mich da jetzt nicht vertue, stimmt das? 15 Corpses? Ja. Gehen wir mal davon aus, dass es stimmt. Und eine Wave of Conviction hauen wir auch noch raus. Die Wave of Conviction, das kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Die muss halt nicht unbedingt immer funktionieren, aber die macht halt schon am meisten Fire Damage. Ihr seht das hier, Physical Damage, Fire Damage, Lightning, Chaos Damage. Das heißt, wenn ein Monster mit der Wave of Conviction getroffen wird, wird halt hier Exposure drauf gemacht. Exposure applies minus 25% to Elemental Resistance matching highest damage taken. Ja, also die macht halt am meisten Fire Damage, weil ich halt auch Anger zum Beispiel anhab. Und dann bekommt das Monster minus 25% Elemental Resistance auf Feuer. So. Ihr seht das hier, diese gelbe Welle, die hier so wegfliegt. Wenn die trifft, minus 25%. Wenn wir das mal vergleichen mit einem Fire Penetration, der hat minus 36%. Also das ist schon ganz nice. Genau, Desecrate, Spell Cascade, Wave of Conviction in dem einen Cast When Damage Taken Setup. In dem anderen Cast When Damage Taken Setup, das ist nicht ganz so relevant, haben wir noch Unearth mit drin. Könnte man auch noch ein bisschen hochleveln, aber wie gesagt, ist auch wurscht. GMP, einfach damit noch mal ein bisschen mehr Mobs auf dem Boden landen. Das sind hier diese Leichen, die ihr da seht zum Beispiel. So, genau. Also es wird Unearth ausgelöst mit GMP und dazu Flammability. Das heißt nochmal der Curse, auch nochmal minus 29 Fire Res. Und das Ganze funktioniert halt mit Scold's Bridle. Ja, ansonsten haben wir hier halt unsere drei Auchen drin. Herald of Ash mit Anger und Clarity. Und dazu Flame Dash, um uns halt auch mal ein bisschen bewegen zu können. Genau. So. Zu den weiteren Items. Ich habe hier als Amulett Life und Resis. Das ist halt so das größte Problem. Ihr müsst so ein bisschen die Stats noch auffüllen. Wir brauchen Stärke, wir brauchen ein bisschen Dexterity. Und wir brauchen halt sehr viel Resis. Deswegen habe ich hier ziemlich hohe Resi-Ringe. Es sind jetzt nicht die besten. Ne? Also wie gesagt, ist ziemlich Budget das Ganze, was ich hier mit zusammengebaut habe. Genau, deswegen, das sind so eure Haupt-Resi-Quellen. Die Schuhe auch. Da habe ich auch nochmal ein bisschen Resi drauf, aber das sind so die Hauptquellen. Ne? Amulett, Ringe und Schuhe für Resis, weil wir haben eben hier 4 Uniques an, die uns keine Resis geben. Ja, Scold's Bridle gibt uns ganz schön viel Damage, 98% Increased Spell Damage ist auch nicht schlecht. Reduced Cast Speed stört uns nicht, weil wir eh Castball Channeling machen. Und genau, dann halt dieser Stat, um uns selber Damage zu machen. Chaos Heart gibt uns ein bisschen Fire Damage, ist aber relativ irrelevant. Ihr seht auch hier, ich habe eine ziemlich schlechte Version, 27% von möglichen 40%. Hier geht es halt wirklich mehr um das Life, damit wir auf fast 6000 Life kommen. Soul Tether habe ich auch gerade erklärt. Dadurch bekommen wir halt auch nochmal ein bisschen Energy Shield, 400 sogar, ist gar nicht so wenig.
und haben halt diese Overleach-Funktion. Und dann haben wir hier noch, da habe ich noch gar nichts zu gesagt, ist auch relativ wichtig, dieses Item, Dowager's Malevolence, ist halt ein, ja, sind halt Handschuhe, auch wieder mit Reduced Cast Speed, was uns nicht so wirklich stört. Bisschen Chaos Damage drauf, Spell Damage relativ viel drauf, das ist, kommt uns alles zugute. Energy Shield fast 100 ist auch nicht so schlecht. Und das Relevante aber hier ist plus 50 to total Mana Cost of Skills. Dadurch kommen wir halt auf diese 55 Mana-Kosten, weil sonst hätten wir eigentlich hier nur 5 Mana-Kost. Und da tut sich nicht besonders viel. Ne? Also ihr seht schon, wie lange ich hier rumwirbeln muss, bevor hier irgendwann mal Custom Damage Taken ausgelöst wird. Das könnte noch ein bisschen dauern. Ne? Deswegen brauchen wir halt diese Handschuhe. Ihr seht aber, guck mal, wie ich hier blute, weil ich mich die ganze Zeit selber hau. Das sieht witzig aus. Genau, ja, hiermit geht das ein bisschen schneller. Wir haben jetzt halt die ganze Zeit ausgelöst. Ihr seht auch nicht mehr Mana drauf. Und dadurch entsteht dann halt dieses Monstrum an Feuerbällen. Monstrum an Feuerbällen? Ihr wisst, was ich meine. Ja, genau. Das ist eigentlich das, wie der Bild funktioniert. Flas, nichts Besonderes. Ich habe einfach hier alles auf Speed irgendwie ausgelegt, also auf möglichst viel Damage und Map Clear Speed. Also eine Silver Flask für Onslaught, Diamond Flask für halt mehr Crit Chance, eine Quicksilver mit Movement Speed, die könnte man auch mal ein bisschen besser rollen. Eine Mana Flask halt mit Flask Effect is not removed at full Mana, das ist das Relevante hier an der Stelle. Und dann nochmal eine Instant Heal Flask. Dass jetzt hier Freeze drauf ist und nicht auf irgendeiner anderen Flask, ist ein bisschen ungünstig. Da muss man das halt öfters mal benutzen, wenn man eingefroren wird irgendwie. Aber ja, es funktioniert auf jeden Fall. Genau, ich bin jetzt hier Level 90 auf dem Weg zu 91. Wie gesagt, habe auch schon alles mit dem Bild gemacht. Werde dann vielleicht noch ein bisschen weiter leveln. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist einer der schnellsten und angenehmsten Builds, die ich bisher gespielt habe. Könnte ein bisschen tankiger sein, ist halt, obwohl ich fast 9000 Life habe, relativ squishy immer noch. Also wenn du da mal irgendwie einen Hit vom Minotaurus oder so abbekommst, dann ist es trotzdem auch mal, obwohl man fast 9000 Life hat, mal ein One-Hit. Und das ist natürlich ein bisschen nervig. Also könnte ein bisschen tankiger sein, aber vom Speed her super geil. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Noch so ein paar Ankündigungen. Ich habe noch jede Menge Builds, die ich diese League gespielt habe, die ich euch gerne zeigen möchte, als Inspiration für die neue League. Vielleicht habt ihr noch mal Bock, irgendwas Verrücktes euch anzuschauen oder so. Also solche Builds wie dieser hier, für die lebe ich. Also das ist echt, das macht mega Bock, sowas herauszufinden und ja, halt zu gucken, ah, wie kann ich das irgendwie ans Laufen bringen und wie kann ich solche Sachen wie Volatile Dead, die nochmal so eine Abhängigkeit haben zu den Corpses, die gespawnt werden auf dem Boden, so, wie kann ich das ins Laufen bringen? So, das macht halt, das macht mir mega Bock in diesem Spiel, deswegen finde ich das, finde ich Pass of Exile einfach so geil. Ja, und es gibt halt noch so ein paar mehr Builds, die ich euch zeigen möchte, auch ein paar einfachere, ein paar ganz normale Builds. Ich habe noch ein Spectral Throw Poison Build, den ich euch zeigen möchte. Ich habe noch ein normalen Summoner, den ich euch zeigen möchte. Ich habe einen Gladiator Bowbleed, der auch extrem geil ist. Also auch ähnlich schnell wie der hier und auch Uber-Elder fähig natürlich. Sehr tanky. Und genau, das sind so ein paar Builds, die ich euch noch zeigen möchte in den nächsten Tagen. Bevor nämlich nächste Woche die ExileCon dann ist. Ja, also die Hausmesse von Grindr Games zum ersten Mal, mega Premiere, 2 Wochen nachdem jetzt die BlizzCon war, wo Diablo 4 angekündigt wurde, was auch mega geil ist. Ja, keine Ahnung, also ich bin auf jeden Fall, was Action-RPGs angeht, gerade ziemlich gehypt mal wieder und freue mich mega auf die ExileCon und bin gespannt, was Grindr Games uns zeigt mit Version 3.9. Die nächste League, die irgendwann im Dezember startet. Und 4.0. Also im Grunde Path of Exile 4, wenn man so möchte. Was irgendwann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr rauskommt. Auf jeden Fall werden die das jetzt auf der Ausmesse uns präsentieren. Und das werde ich auch streamen. Also nächste Woche, das ist der
mal gerade hier aufs Datum gucken. Das ist dann der 15. um 20 Uhr abends geht's los. Und da gucken wir uns zusammen die ExileCon an. Also ich bin sehr gehypt, ich freue mich drauf. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim Stream mal wieder vorbeischaut. Und genau, wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein!